Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen, euch allen, die ihr euch jetzt zugeschaltet habt. Ich sehe, dass immer noch Leute eintreffen. Es sind jetzt schon 352 Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei. Ich darf Sie im Namen von des Institutes für Sozialforschung, der Frankfurter Rundschau und der Stiftung Medico ganz herzlich in dem utopischen Raum begrüßen. Mein Name ist Thomas Gebauer und zusammen mit Sidonia Plättler vom Institut für Sozialforschung werde ich versuchen, uns heute durch diesen Abend zu führen. Ein Abend im Internet und auch wenn wir inzwischen alle die ersten Erfahrungen mit diesem Medium gemacht haben, mit Sendungen dieser Art, ist es für uns immer noch ein sehr ungewohntes Format. Üblicherweise, das wissen die, die schon an den vergangenen Veranstaltungen teilgenommen haben, treffen wir uns hier im Medico-Haus im Erdgeschoss ganz real. Nun aber geht es nicht anders. Die dystopischen Umstände, mit denen wir uns alle seit Wochen nun herumschlagen, sind auch nicht an unserem utopischen Raum spurlos vorbeigegangen. Vor die Wahl gestellt, ob wir nun absagen oder verschieben oder ins Internet ausweichen, haben wir uns für das Ausweichen entschieden. Und das auch deshalb, weil wir der Auffassung sind, dass es gerade in Zeiten, in denen das Dystopische so dominant zu sein scheint, es darauf ankommt, am Utopischen festzuhalten. Gerade jetzt gilt es ja, das Bestehende kritisch zu durchdringen, um daraus Inspiration für ein Danach, zu bekommen. Ein Danach, das nicht einfach dann, zu den Umständen zurückkehren soll, was diese Krise mit verursacht hat. Und damit sind wir dann auch schon heute beim heutigen Thema. Es könnte aktueller nicht sein. Wie gebannt verfolgen wir in diesen Tagen die Debatte über die Rückkehr zur Normalität. Das ist verständlich, keine Frage. Unbedingt gilt es, den Ausnahmezustand so rasch wie möglich zu beenden. Auf bemerkenswerte Weise wird aber bei all den Überlegungen, bei dem Drängen auf Normalität eine Frage wenig berücksichtigt. Die Frage nämlich, zu welcher Normalität wir zurückkehren wollen. Zu einer Normalität, die von Dringlichkeiten, von beständigen Bemühungen auf Effizienzsteigerungen, vom Zwang zur Selbstoptimierung und permanenter Überforderung geprägt ist, oder zu einer, die von Sorge und Resonanz bestimmt wird. Eine, in der wir uns und unser Leben unternehmerischen Gesichtspunkten unterwerfen, oder eine, die von zwischenmenschlichen Beziehungen getragen wird. Selbstoptimierung, die Zukunft einer Illusion, lautet der Titel der heutigen Veranstaltung. Darüber wollen wir mit unseren beiden Gästen, mit Vera King und Hartmut Rosa, ins Gespräch kommen. Sidonia Plättler wird sie Ihnen gleich vorstellen. Ich bin sehr froh, dass die beiden sich auf das Wagnis, dieses Webinars eingelassen haben. Es ist auch für alle noch etwas Ungewohntes und wir hoffen, dass es einigermaßen technisch reibungslos funktioniert. Ich will in dem Zusammenhang auch einen Hinweis geben. Weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass bei zurückliegenden Veranstaltungen dieser Art dann ein Mikrofon ausgefallen ist, eine Leitung zusammengebrochen ist und dann viele Menschen, Hunderte im Internet warten mussten und es dann nicht weiterging, haben wir uns entschieden, dieses Gespräch, was Sie jetzt gleich erfahren werden, vorab aufzuzeichnen. Es ist vorhanden, es ist da, Sie können es verfolgen. Wir sind aber alle live im Raum und können auch dann im Anschluss mit Ihnen noch diskutieren. Diese Möglichkeit gibt es. Dazu wird mein Kollege Markus Balzereit, Sie sehen ihn da unten im Bild, klein, dann die Fragen und Kommentare, die Sie in der Chatfunktion geleistet haben, bündeln und uns Vortragenden und den Moderatoren weiterreichen. Nun ist es aber Zeit zu beginnen und die Gäste vorzustellen. Sidonia Plättler wird das übernehmen. Sidonia, du hast das Wort. Danke, Thomas, und herzlich willkommen auch von mir. Ich darf Ihnen also Vera King und Hartmut Rosa vorstellen. Vera King ist seit 2016 Professorin für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und sie ist zugleich Direktorin des Sigmund Freud-Instituts ebenfalls hier in Frankfurt. Vera King ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Psyche, der Zeitschrift Psychosozial sowie einer Schriftenreihe zur Adoleszenzforschung.
Im Zentrum ihres wissenschaftlichen Arbeitens steht die Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen mit Blick auf ihre institutionellen, intergenerationalen und individuellen psychischen Folgen. Es geht ihr dabei um eine empirische Forschung und eine Theoriebildung, die psychodynamische Prozesse in die Soziologie einbringt und umgekehrt psychoanalytische Ansätze um gesellschaftstheoretische Analysen erweitert. Thematisch sind ihre Forschungen weit ausgreifend. Über zwei aktuelle Forschungsprojekte werden wir heute sprechen und ich komme am Schluss darauf zurück. Einen weiteren Schwerpunkt, vielleicht so etwas wie das Gravitationszentrum ihrer Forschungen, will ich zumindest kurz erwähnen. Es ist das Thema der Generativität und der Beziehungen zwischen Generationen. Ein Thema, das Vera King in vielen Zusammenhängen erforscht hat, jüngst etwa im Zusammenhang von Flucht und Migration. Es spielt, wie wir sehen werden, auch eine bedeutsame Rolle für das, was wir heute Abend diskutieren wollen. Vera King hat über Generativität eine Vielzahl von Aufsätzen veröffentlicht. Und es gibt eine Monographie, die einige Stränge ihrer diesbezüglichen Forschungen zusammenführt. Es ist das Buch mit dem Titel Die Entstehung des Neuen in der Adoleszenz, Individuation, Generativität und Geschlecht in modernisierten Gesellschaften. Das Buch ist 2013 im VS Verlag für Sozialwissenschaften erschienen. Hartmut Rosa. Hartmut Rosa ist Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt und er ist Co-Sprecher der Forschungsgruppe Postwachstumsgesellschaften. Hartmut Rosa ist Zeitdiagnostiker. Er forscht im Bereich der normativen und empirischen Grundlagen der Gesellschaftskritik sowie im Feld der Subjekt- und Identitätstheorien. Vielen dürfte er vor allem durch seine zeitsoziologischen Untersuchungen der sozialen Beschleunigung sowie seine resonanztheoretischen Arbeiten über Fragen des gelingenden Lebens bekannt sein. Zu beiden Themen hat Hartmut Rosa gewichtige Monographien vorgelegt. 2013 ist bei Suhrkamp der Band Beschleunigung und Entfremdung erschienen. Entwurf, so heißt es im Untertitel, Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. 2016 folgt dann, wiederum bei Suhrkamp, der Band Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Bevor wir zu dem Doppelvortrag übergehen, möchte ich noch die zwei eingangs erwähnten Projekte ansprechen. Es sind zwei von der VW-Stiftung geförderte Forschungsverbünde, die von Hartmut Rosa und Vera King zusammen mit einer dritten Wissenschaftlerin, zusammen mit Benina Gerisch von der IPU Berlin geleitet werden. Das erste Projekt erforscht Aporien der Perfektionierung in der beschleunigten Moderne. Es analysiert auf der Grundlage eines sehr komplexen Designs die Bedeutung und die Folgen der Optimierung sozialer Praxis in unterschiedlichen Lebensbereichen. Es zeichnet nach, wie sich Normalität und Pathologie mit Bezug auf den Optimierungsimperativ kulturell verändern, wie sich Grenzen zwischen Normalität und Pathologie verschieben. Das zweite Projekt schließt unmittelbar an dieses erste Projekt an. Es trägt den Titel Das vermessene Leben und es untersucht die produktiven wie die destruktiven Folgen der Quantifizierung, des Messens, des Zählens, des Vergleichens nun in der digital optimierenden Gesellschaft und im Leben der sich digital selbst optimierenden Menschen. Und damit übergebe ich an euch, Vera King und Hartmut Rosa. Gut.
Ja, wir haben uns erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung und die Einladung. Hartmut Rosa und ich haben uns überlegt, dass wir dieses Format, das ja auch ein bisschen ein Abenteuer jetzt ist in dieser Form, auch dazu nutzen, in etwas anderer Gestalt über unser Projekt und über unsere Themen zu sprechen, nämlich jetzt nicht in einer Vortragsform, sondern eher dialogisch. Das heißt, dass wir dieses Thema Selbstoptimierung, die Zukunft einer Illusion, zunächst mal in einem Zweiergespräch darstellen, ungefähr 20 Minuten lang, und wir ja dann anschließend zu viert darüber diskutieren wollen. Und der ursprüngliche Titel der Sendung, eben Selbstoptimierung, der ja sicherlich jetzt durch die Corona-Krise noch mal in einem neuen Licht erscheint, soll uns aber trotzdem auch weiterhin den Weg weisen jetzt in der Debatte, zumal wir ja davon ausgehen müssen, dass uns dieses Thema zwangsläufig in der einen oder anderen Form auch weiterhin beschäftigen wird, auch über die Zeit der Corona-Pandemie hinaus und über die Bedingungen, die jetzt dadurch auch verändert sind, hinaus. Insofern vielleicht erstmal ein paar Worte dazu, was wir überhaupt unter Optimierung verstehen, denn es gibt ja in den verschiedenen Disziplinen da auch ganz verschiedene Definitionen und Verständnisweisen dazu, ob das jetzt in der Alltagssprache oder in technischen Zusammenhängen, Mathematik, Betriebswirtschaftslehre oder Soziologie verwendet wird. Und wenn wir das Präfix selbst bei Optimierung mal weglassen, dann versteht man darunter ja zunächst mal ganz allgemein. Das klingt ja auch erstmal ganz, wie soll ich sagen, selbstverständlich oder man könnte auch sagen harmlos. Wir sprechen über Verbesserung, über das Erreichen des bestmöglichen Resultats unter gegebenen Bedingungen, was nicht unbedingt auch identisch ist mit einem Ideal, sondern eben das, was man mit den gegebenen Mitteln erreichen kann. Wenn man es betriebswirtschaftlich versteht, und das, damit kommen wir schon eher in die Nähe dessen, was es in der aktuellen soziologischen Diskussion bedeutet, dann könnte man sagen, Optimierung bedeutet vereinfachen, das Erzielen der bestmöglichen Rendite, also eine Art ökonomischer Optimierung, die immer neu beurteilt und abwägt, ob die Bedingungen, Konstellationen und vor allem auch die Investitionen, die man tätigt, eine ausreichend hohe Rendite erbringen. Also das heißt, man muss, wenn man optimiert, ständig prüfen, ob das, was man macht, ob die Investition, die man tätigt, auch tatsächlich die optimale Rendite schafft. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man sozusagen seine Praxis entsprechend verändern. Und wenn nun solche Optimierungszwänge die gesamte Gesellschaft durchdringen, und Hartmut Rosa wird ja nachher darüber sprechen, und inwiefern und in welche und warum das aktuell auch der Fall ist. Wenn solche Optimierungszwänge die Gesellschaft durchdringen, heißt es, dass eben auch soziale Beziehungen gewissermaßen von dieser Art von Logik durchdrungen werden. Also, dass man Beziehungen zu anderen oder zu sich selbst zu einer Art Optimierungsprojekt macht und dadurch eben soziale Beziehungen einer instrumentellen Logik der Renditenmaximierung unterworfen werden. Und wenn wir das zu Ende denken, dann wird auch schnell klar, dass dadurch auch Widersprüche und Schwierigkeiten entstehen. Denn wenn man Freundschaften versucht zu optimieren, Liebesbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen oder auch das Verhältnis zu sich selbst, dann wird es eben rasch auch kontraproduktiv. Also gerade zum Beispiel soziale Beziehungen sind ja, Freundschaften, Liebesbeziehungen, Familienbeziehungen sind ja eigentlich gerade dadurch bestimmt, dass sie nicht zweckhaft sind oder sein sollen. Und insofern haben wir in unserem Projekt auch von Aporien der Perfektionierung gesprochen. Also wenn wir zum Beispiel von einer unternehmerischen Logik in der Gesellschaft sprechen, wie es zum Beispiel Ulrich Bröckling gemacht hat, dann heißt es ja genau dies, dass die Logik, dass diese Logik den Alltag und die Lebensführung durchdringen kann im Sinne einer ökonomischen Logik, die auf Steigerung ausgerichtet ist. Mit anderen Worten geht es eben nicht darum, in diesem Sinne, im Sinne des klassischen Bildungsbegriffes, an sich zu arbeiten, sich zu verbessern, sich an Idealen zu orientieren, sondern es geht um eine stete Transgression. Und deshalb haben wir zum Beispiel in unserem Projekt Aporien der Perfektionierung auch unterschieden zwischen Perfektionierung, die eher auf die Verbesserung des Ganzen, der Lebensgestalt und der Lebensführung orientiert ist und die eher dem klassischen Bildungsideal entspricht, und der Optimierung in Teilbereichen, die dann eher dieser instrumentellen Logik folgt, und entsprechend eben auch diese Widersprüche erzeugt. Ja, vielen Dank, Vera. Vielen Dank auch an die Veranstalter. Ich finde es
ein ungewohntes, aber durchaus spannendes Format. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Und Vera King hat ja gerade dargelegt, diese Optimierungszwänge und diese Optimierungslogiken, die Individuen, auch Familien durchdringen und betreffen. Und natürlich ist unsere Idee in dem Projekt und auch darüber hinaus nicht die, dass diese Optimierungszwänge einfach unseren individuellen Orientierungen entspringen. Also manchmal denkt man ja, es ist eben die Logik des Höher, Schneller, Weiter. Die Menschen kriegen nie genug und deshalb sind wir in diesen Zwängen verfangen. Aber das ist nicht das, was wir als von der soziologischen Seite her jedenfalls als Ausgangsbedingungen annehmen, sondern wir glauben, dass man zeigen kann, dass es systematische gesellschaftsstrukturelle Gründe für diesen Optimierungsdruck und diesen Optimierungszwang gibt. Wir alle, also Vera King, auch Benigna Gerisch und ich selbst haben in mehreren Publikationen und Veranstaltungen immer wieder versucht herauszuarbeiten, dass es sowas wie einen Beschleunigungsdruck, einen Beschleunigungszwang moderner Gesellschaften gibt, den man zurückführen kann auf etwas, was man als dynamische Stabilisierung bezeichnen kann. Dass nämlich eine moderne Gesellschaft eine Gesellschaft ihre Struktur nur erhalten kann, wenn sie immerzu beschleunigt und Innovation hervorbringt und eben Wachstum realisiert. Also man kann das Gegebene, die Arbeitsplätze, das Wirtschaftssystem, auch das Gesundheitssystem, das Bildungswesen, den Museumsbetrieb, solche Einrichtungen, wie sie hier haben, nur erhalten, wenn man immerzu produktiv, kreativ, innovativ bleibt und sich eben steigert von Jahr zu Jahr. Das führt zu einer gesellschaftlichen Realität, die man als wie die Befindlichkeit auf Rolltreppen, die nach unten führen, beschreiben kann. Also Menschen und eben nicht nur Menschen, sondern auch die Institutionen, in denen wir arbeiten, die Universitäten, die Betriebe, die Schulen sogar, befinden sich praktisch auf einer Rolltreppe nach unten. Wann man denkt, jetzt ist es genug, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, ist man im Prinzip schon im Zurückfallen begriffen. Das betrifft die Hardware, die nie auf dem neuesten Stand ist, die Software, die nie auf dem neuesten Stand ist. Das sieht man jetzt gerade, wenn man versucht, sich hier im Internet zurechtzufinden, aber eben auch mit allen möglichen, mit der Wissensbasis und insbesondere auch mit Anerkennungsverhältnissen. Es ist nicht so, dass wir in den meisten Lebenskontexten unsere Anerkennung alleine im Blick auf eine Position, die wir erreicht haben, erhalten, sondern man muss immer wieder zeigen, dass man weiterhin aktiv kreativ ist. Ja, bei Unternehmen sieht man das darin, dass sie von Jahresbilanzen auf Halbjahresbilanzen, auf Vierteljahresbilanzen umstellen. Zum Beispiel in den Medien geht es immer um Quoten, um Likes, um Klicks. Und auch wenn es zum Beispiel darum geht, was für Kenntnisse man hat, da hilft einem ein Diplom oder ein Abschluss von vor 20 Jahren nicht mehr besonders viel. Oder wenn wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen Antrag stellen, dann heißt es immer, was haben Sie in den letzten 5 Jahren gemacht? Und je länger man also nicht aktiv ist, umso schneller rutscht man zurück. Man kann sich Anerkennung, Status nur durch permanentes Laufen im Prinzip erhalten. Und das führt dazu, dass wir jedes Jahr schneller laufen müssen, nur um den Platz zu erhalten. Das heißt also, es gibt systematische, strukturelle Steigerungszwänge, die den Hintergrund, den Rahmen für die Selbstoptimierungsbemühungen der Individuen und auch dann auch der Familien bilden. Ja, und wenn man jetzt von den Beschreibungen ausgeht, wie Hartmut Rosa sie gerade ausgeführt hat, also von den strukturellen Optimierungszwängen, dann stellt sich ja wiederum für die Analyse von Gesellschaft und Individuen die Frage, wie funktioniert jetzt eigentlich die Übersetzung zwischen diesen strukturellen Zwängen und dem, was dann Individuen daraus machen? Also eine der klassischen und könnte man sagen Gretchenfragen jeder Art von Gesellschaftsanalyse, wie übersetzen sich eigentlich zum Beispiel soziale Wandlung, soziale Veränderung auf der Ebene von Verhaltensweisen bis hin eben zu psychischen Verarbeitungsformen und intrapsychischen Konfliktformationen? Das hat uns vor allem deswegen interessiert, weil ja im Zusammenhang mit Beschleunigung und Optimierung es auch viel Diskussionen gegeben hat, zum Beispiel um das Thema Burnout oder Erschöpfung, das erschöpfte Selbst von Alain Ehrenberg. Und wir beobachten konnten, dass es häufig eine Art verkürzte Diskussion gibt, die quasi davon ausgeht, irgendwo gibt es eine Beschleunigung und die schlägt dann sozusagen eindimensional durch auf die bis hin zu den Individuen im Sinne dessen, Beschleunigung führt zu Erschöpfung, Beschleunigung führt zu Depressionen und so weiter. Und
Das entspricht sicherlich nicht der Realität. Darüber hat es ja auch viel Kontroversen gegeben, sondern die interessante Frage ist dann, wie verbinden sich diese Makro- und Mikroebenen und wie werden solche strukturellen Optimierungszwänge dann in den individuellen Lebensführungen und psychischen Verarbeitungsformen überhaupt wirksam und wirkmächtig? Und das war sozusagen einer der wesentlichen Ausgangspunkte unserer beiden Studien, die wir in diesem Zusammenhang gemacht haben. Entsprechend haben wir dann typische Optimierungskonflikte und Widersprüche zunächst mal an den Ausgangspunkt genommen, zu denen Hartmut Rosa gleich noch was sagen kann. Es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich nicht alle Dinge gleichzeitig optimieren kann. Und das führt systematisch in Optimierungsdilemmata, Zielkonflikte, an denen wir letzten Endes alle leiden. Wir stellen dann nämlich fest, dass die To-Do-Listen explodieren. Das ist ein ganz sogar eigenartiges Phänomen, was die allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft kennen. Nicht alle, natürlich nicht, also besonders dann nicht, wenn man aus den Hamsterrädern herausfällt. Dann ist es oft so, dass man sehr viel freie Zeit hat, aber dass einem diese Zeit entwertet wird, dass man immer weiter abgehängt wird. Vermutlich von den Rädern, in die man gerne zurückkommen möchte. Aber für die meisten anderen stellt sich der Alltag als ein Problem dar, bei dem die To-Do-Listen auf ganz eigenartige Weise explodieren. Da steht immer mehr drauf, auch wenn wir die To-Do-Liste gar nicht schreiben, sondern nur im Geist haben. Es ist eine sehr spannende Frage, wo das eigentlich herkommt. Und ich glaube, man kann zeigen, dass das daran liegt, dass das, was wir als legitime, an uns gerichtete Erwartungen erfahren, dass diese Erwartungen, diese für legitim erachteten Erwartungen, explodieren. Man kommt immer wieder in eine Situation, wo man sagt, stimmt, das hätte ich eigentlich machen müssen. Ja, wenn man, egal in welchem Kontext es sind, der Nachbar sagt, warum hast du den Garten nicht geschnitten? Und man denkt, stimmt, hätte ich eigentlich schon vor 3 Wochen den Rasen mähen sollen. Oder sie kommen zum Arzt und der sagt, sie sollten sich doch mehr bewegen. Und sie sagen, stimmt, eigentlich weiß ich muss 10.000 Schritte machen. Und so kann ich durch den ganzen Tag, durch den Arbeitstag, den Familientag, den Schultag, egal wo man ist, durchgehen. Und man kann logischerweise nicht die ganze To-Do-Liste abarbeiten. Und wann immer wir bei einem Entry sind, also ich tue jetzt mehr für meine Gesundheit, habe ich das Problem, dass ich nicht genug für meine Beziehung, meine Familie, meinen Job, mein Ehrenamt und so tue. Und wenn ich eben dann mehr für den Job mache, dann vernachlässige ich wiederum meine Gesundheit und die Familie und so weiter. Das führt zu einer Lage, in der im Prinzip systematisch auch schuldige Subjekte produziert werden. Das heißt, es entsteht immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben. Und aus diesem Gefühl einer gewissen Schuld geht natürlich dann auch wieder die Motivlage hervor, mehr tun zu müssen, sich mehr anzustrengen. Meine These dazu lautet schon seit langem, am Ende des Tages gehen wir alle als schuldige Subjekte ins Bett. Und vor allen Dingen schafft es so etwas wie einen Grundaggressionsmodus der Welt gegenüber. Was ich wirklich interessant finde, ist, das beginnt im Prinzip schon beim Aufstehen am Morgen. Wir lassen uns von der Alarmclock wecken. Ja, das Ding heißt ja nicht zufällig Alarmclock. Nicht mehr von, wenn die Sonne aufgeht oder vom Hahnschrei, sondern wir sind sofort alarmiert bei Tagesbeginn. Ich muss das tun, ich muss jedes tun. Es gibt immer etwas, was sozusagen den Alarm auslöst und uns in eine Aggressionshaltung dem Selbst, dem Leben und dem Körper gegenüber, auch den anderen gegenüber bringt. Ja, also wenn wir das auf dieser lebenspraktischen Ebene uns anschauen, wie Hartmut Rosa das eben beschrieben hat, dann sehen wir schon, dass strukturell, wenn man versucht, immer mehr Lebensbereiche zu optimieren, quasi automatisch Optimierungskonflikte entstehen. Das wäre schon mal eine Ebene und aus dieser Konflikthaftigkeit entstehen wiederum bestimmte Folgen. Vielleicht, wenn man es nochmal, die Perspektive nochmal ein Stück erweitert, was wir in unserer Studie ja auch gemacht haben, dass wir zunächst mal untersucht haben, das war das, was auch in dem Teilprojekt hier von Hartmut Rosa in Jena mit Diana Lindner auch vor allem gemacht wurde, dass man zum Beispiel zunächst mal schaut, wie Optimierungszwänge in Institutionen überhaupt zum Ausdruck kommen. Und da haben wir anhand von Expertinnen und Experteninterviews gesehen, dass tatsächlich eben diese Optimierungsimperative
in den verschiedenen Institutionen, ob man das jetzt in der Wirtschaft oder in Bildungszusammenhang oder anderen Bereichen sieht, im Gesundheitsbereich sieht, dass überall diese Optimierungsanforderungen wirkmächtig sind und formuliert werden, und zwar schon für sich genommen in einer häufig paradoxen Weise, dass nämlich einerseits sehr hohe Ansprüche an die Individuen gestellt werden, aber gleichzeitig das mit dem Anspruch verbunden wird, dass man sorgsam und selbstfürsorglich mit sich umgehen müsste, um eben von diesen Optimierungsanforderungen wiederum nicht überwältigt zu werden. Also auch das schon wiederum eine Form der Aporie oder Paradoxie. Uns hat aber dann im Weiteren interessiert, was machen jetzt die Individuen eigentlich mit dieser Erfahrung, die sie in unterschiedlichen institutionellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen machen. Und dafür haben wir biografische Interviews durchgeführt und haben dann geschaut, wie insgesamt in der gesamten Lebensführung und Lebensgeschichte solche Themen überhaupt zum Vorschein kommen. Und was uns da eben sehr auffällig ist, das ist natürlich ein sehr komplexes Unterfangen gewesen, was uns eben sehr auffiel bei den biografischen Rekonstruktionen, und das führt jetzt wieder zu dem Punkt hin, wie diese Übersetzung stattfindet zwischen den strukturellen Zwängen und den individuellen Verarbeitungsmustern, dass eben häufig schon Individuen aus ihren Primärbeziehungen, also in der Art, wie sie Eltern-Kind-Beziehung beispielsweise erlebt haben, Erfahrungen oder Erlebnisweisen berichten, die etwas zu tun haben mit Optimierungsanforderungen. Wir haben dann eine bestimmte Figur der Erlebnisschilderung, die Erfahrung der bedingten Zuwendung genannt oder das Erleben einer bedingten Zuwendung genannt. Das heißt, Personen haben in ihren biografischen Schilderungen Muster von Beziehungen beschrieben, bei denen sie das so erlebt haben, als wenn sie nur dann Zuwendung bekommen oder geliebt werden, wenn sie in einer bestimmten Weise funktionieren. Also im Sinne dessen, ich liebe dich nur dann, Kind, wenn du diese oder jene Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein erfolgreiches, gut funktionierendes oder wie auch immer Kind bist. Gerade solche Erlebnisweisen hat sich dann gezeigt, oft ja als unterschwellige oder implizite Beziehungsbotschaft, wenn man so will, die sich einfach auch so durchsetzt, disponieren dann in einer besonderen Weise auch dafür, dann Optimierungsanforderungen gewissermaßen aufzunehmen und sie zur Maxime auch der eigenen Lebensführung zu erheben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oft sind natürlich die Zusammenhänge noch sehr viel komplexer, aber bei diesem Beispiel kann man es sich vielleicht ganz gut auch vergegenwärtigen, wie es wirksam wird von der Erfahrung, die schon in Kindheit oder Jugend gemacht worden ist, bis hin zu den Erlebnisweisen dann in Arbeitszusammenhängen und Organisationen. Und vielleicht ein Datum aus dem quantitativen Teil unserer Studie dazu, was uns auch sehr überrascht hat, dass bei der quantitativen Untersuchung zum Beispiel dem Item mein Kind soll von Anfang an zu den Besten gehören, tatsächlich von über 50% der Befragten mit Ja beantwortet worden ist, was uns schon auch sehr überrascht hat, weil das ja doch eine sehr starke Aussage ist. Also das Kind, was von Anfang an sozusagen ab dem ersten Moment der Geburt schon im Wettbewerb in gewisser Weise auch gesehen wird, natürlich vor dem Hintergrund einer Sorge auch, dass es andernfalls eben auch schlecht laufen könnte. Und vielleicht noch ein Punkt, insgesamt disponieren, könnte man sagen, psychische Fragilitäten umso mehr auch für eine bestimmte Form von Empfänglichkeit gegenüber dieser Art von Allmachts- und Omnipotenzlogik, die mit Optimierungsbestrebungen ja auch immer angesprochen wird oder die geradezu getriggert wird. Also eben das, was Hartmut Rosa vorhin gesagt hat, dass alles immer besser, höher, schneller und so weiter funktionieren könnte. Das sind ja auch Figuren, die auch gerne aufgegriffen werden, wenn es subjektiv darum geht, Begrenztheit oder eigenes Defizitempfinden und so weiter eher abzuwehren, jetzt in einem psychodynamischen Sinne abzuwehren und sich dadurch gewissermaßen auch auf der subjektiven Ebene und emotionalen Ebene sicherer zu fühlen. Und genau an der Stelle konvergiert das auch mit dem, was mit dem Untertitel unserer Sendung auch angesprochen ist, die Zukunft einer Illusion.
ist ja der Titel einer Schrift von Sigmund Freud, der dabei die Religion und die Funktionsweisen, die Funktionen der Religion analysiert hat. Und eines dieser Themen, die Freud in dieser Schrift ja beschrieben hat, ist in der Tat auch die sozusagen das ständige Ringen der Menschen mit dieser Erfahrung der Vergänglichkeit und Begrenztheit. In diesem Sinne kann man sagen, hat die Optimierungslogik auch solche kulturellen Funktionen, sowohl auf der, könnte man sagen, kollektiven als auch auf der individuellen Ebene. Ja, und ich finde, wir interessieren uns ja wirklich, also einerseits für die Übersetzung von der Makrostruktur auf die Mikroebene und zum anderen eben auch auf die Schlüsselpunkte, an denen diese Optimierungsbestrebungen eben zu massiven Problemen führen. Und dieses Illusionäre im Blick auf die Selbstoptimierung, die man zum Beispiel besonders dramatisch bei sowas wie Self-Tracking-Instrumenten und so sieht, ist zum einen natürlich, dass der Optimierungsprozess nie abschließbar ist. Es gibt immer noch weitere Hinsichten, in denen man an sich arbeiten und sich verbessern kann. Und vor allen Dingen gibt es ja auch im Prinzip auf alle möglichen Werte, an denen man das messen kann, eben nach oben keine Grenzen, ja, so dass man permanent in einem Verbesserungsmodus sein kann. Und wenn man dann das dazu nimmt, was wir schon gesagt haben, was Vera King gerade auch ausgeführt hat, nämlich dass Menschen sich mindestens in ihrer Selbstwahrnehmung sozusagen nur prekär anerkannt fühlen und dass die Anerkennungsverhältnisse sich dynamisieren, dann hat man dann solche Phänomene, wie man sie auch sieht und wie wir sie auch an uns erleben, zum Beispiel in Internetlogiken, Instagram oder so etwas, wo man das Gefühl hat, dass die Anerkennung, auch die Resonanz übrigens, dass die nur zu haben ist durch permanente eigentlich Leistungssteigerung, ja, das Essen oder was immer die Aktivität, ich auf Instagram präsentiere, muss immer besser und noch perfekter und noch schöner sein, sonst verliere ich Follower, sonst verliere ich Likes und solche Sachen. Das ist ein Grundproblem. Und wenn man diesen Punkt aufnimmt, des Illusionären an diesem Versuch der Selbstoptimierung, dann stellt man natürlich fest, gibt mindestens zwei Hinsichten, in denen Selbstoptimierung ein potenziell problematischer Prozess wird. Das eine ist, dass der Prozess nie abgeschlossen ist, weil erstens kann man immer noch ein bisschen besser werden, egal um was es geht, um Körpermaße, um Körperindikatoren, aber auch um zum Beispiel um Followers auf irgendwelchen sozialen Medien oder zum Beispiel, wenn man im Wissenschaftsbetrieb ist, man kann immer noch mehr Drittmittel einwerben, mehr Publikationen machen und so weiter. Also ist nach oben immer offen. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass Anerkennungsmuster eben dynamisiert werden, dass man immerzu im Vergleich mit anderen ringt, ne, dann und die anderen sich auch steigern, dann sieht man, auf was für prekären Boden Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen beruhen. Und dieses Selbstwertgefühl kommt von der Wahrnehmung dessen, was unser Ort in der Welt ist, was der Platz ist. Und dieser Platz sozusagen steht eben nicht mehr fest. Den hat man nicht, sodass man dann irgendwann sagen kann, jetzt habe ich meine Nische erreicht, meine Position, mein Ort in der Welt, sondern dieser Ort ist immer schwankend. Und das erzeugt eine Reihe von Paradoxien auch, die übrigens, das ist ganz interessant, weil wir das in den Interviews, die wir es geführt haben, immer wieder gefunden haben, was einen inneren Zwiespalt in den Subjekten erzeugt, dass sie nämlich dann sagen, naja, ich wollte eigentlich mir den Samstag frei halten zum Beispiel oder ihn auch mit meiner Freundin verbringen, aber dann kam dieser interessante Anruf, der kann aus der Arbeit oder von woanders kommen, hast du nicht am Samstag Zeit und könnten wir das oder jenes machen? Und dann ist man immer versucht, dann Ja zu sagen, obwohl man eigentlich schon gesagt hat, ich bin am Samstag mal zu Hause. Und wenn sowas passiert, dann stellen wir sofort fest, dass wir uns immer schuldig fühlen, ja. Sage ich nämlich den Anruf ab, sagen wir mal, der kommt vom Arbeitgeber, der sagt, da hätte ich dieses wichtiges Projekt und dann sage ich ab, dann habe ich ein schlechtes Gewissen dem Arbeitgeber gegenüber. Sage ich aber zu, habe ich mir selbst oder meiner Familie gegenüber ein schlechtes Gewissen. Und das kann eben zu dem führen, was Erschöpfung mit Ehrenberg oder eben heute auch als Burnout diskutiert wird, nämlich einer grundlegenden Entfremdung von der Welt und vom eigenen Leben. Egal wie optimiert wir sind, vielleicht auch wie erfolgreich, Menschen haben dann das Gefühl, dass eigentlich nichts sie wirklich mehr berührt und dass sie auch nicht wirklich selbst wirksam ihr Leben gestalten, sondern nur noch hinterherhecheln. Und spätestens da sieht man dann, wo das Illusionäre der Selbstoptimierung liegen kann. Ja, den Punkt würde ich gerne direkt aufgreifen. Also nochmal dieses Thema mit der Erschöpfung und der Depression. Anknüpfen dann das, was Hartmut Rosa eben ausgeführt hat. Es gab ja viel Diskussion auch darüber oder gibt immer wieder auch aktuell Diskussionen darüber,
ob zum Beispiel es tatsächlich stimme, dass Depressionen zugenommen haben aktuell und ob es nicht in Wirklichkeit so ist, dass eben lediglich die Diagnosen angestiegen sind und andere Bedingungen, die eben dazu führen, den Eindruck zu erwecken, dann, dass Depressionen zugenommen haben. Wir fanden das sehr viel aussagekräftiger und aufschlussreicher, das Thema von der anderen Seite her zu betrachten, was sich sehr rasch eben aufgedrängt hat durch die Ergebnisse, durch die Befunde, die wir gewonnen haben in unseren Studien, nämlich zu schauen, wie sich tendenziell überfordernde Alltagspraktiken, wie Hartmut Rosa sie eben auch beschrieben hat, sich gewissermaßen normalisieren. Also dass es sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Also man kann das Beispiel aufgreifen, was Hartmut Rosa eben genannt hat, permanent verfügbar zu sein, sich in einer tendenziell überfordernden und entgrenzten Arbeitssituation zu bewegen oder die Entgrenzung zwischen Arbeit, Familienleben und so weiter entsprechend auch zuzulassen, teils aus Zwang, teils weil es sich eben mit der Zeit als selbstverständlich etabliert hat und so weiter, auch durch die entsprechenden medialen Voraussetzungen. Und dass diese Normalisierung das eigentlich, aus unserer Sicht, das eigentlich interessant ist. Also die Normalisierung von Überforderung. So haben wir zum Beispiel in der Typologie, die wir in unserer Studie gefunden haben, war dieser klassische Typus der Erschöpfung nur eine Variante unter anderen, während eben sehr viel markanter aus unserer Sicht Typen sind, die sehr stark die Optimierung auch in ihren überfordernden Elementen affirmieren, ohne sie überhaupt kritisch zu sehen oder ohne überhaupt das eigene Leiden, was gleichzeitig auch erkennbar ist, wahrzunehmen. Oder der Typus der Bagatellisierenden, die sagen, also mein Körper schreit zwar ein bisschen so und irgendwie stimmt was nicht, aber eigentlich läuft's doch alles ganz prima. Also das sind aus unserer Sicht die Tendenzen, die wahrscheinlich insgesamt gesellschaftlich noch sehr viel markanter sind, denn der Typus der Erschöpften, das sind immerhin die, die Leiden als solches überhaupt wahrnehmen, was ja schon mal eine Voraussetzung dafür ist, dass man möglicherweise auch was ändern könnte. Ein anderes Beispiel für die Normalisierung, wie sie auch in unserer Studie sich dargestellt hat, dass wir verglichen haben Personen, die Schönheitsoperationen haben durchführen lassen, mit Personen, die bulimische Symptomatiken haben, also auch Symptomatiken, wo es bei denen es ja um Körperoptimierung geht. Und wir eben gefunden haben, dass bei Schönheitsoperationen zum Teil ganz ähnliche analoge Voraussetzungen bestehen von den psychischen Dispositionen her. Von den psychischen Bedingungen her, dass also Schönheitsoperationen aber eine Form der Bewältigung bieten, die anders als Bulimie eben nicht als pathologisch erachtet wird, sondern als normal, so dass das in dem kulturellen Diskurs ja auch eine andere Dimension dann bekommt. Und wir haben zum Beispiel sogar Fälle gehabt, bei denen gewechselt wurde, ja, zwischen bulimischer Symptomatik und Schönheitsoperationen hin und her, was an sich schon ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man sagen könnte, es einen Wechsel gibt zwischen dem Bereich, der als gesellschaftlich als pathologisch erachtet wird, Bulimie, Diagnose oder eben Schönheitsoperation, etwas, was weltweit ja insgesamt zunimmt als soziale Praxis und eben in dem Sinne auch als normal gilt. Und weil wir uns ja massiv interessieren oder weil unser Interesse in der Verbindung liegt, zwischen den strukturellen, gesellschaftlichen, makrosozialen Anforderungen und den psychodynamischen Prozessen, wie sie Benigna Gerisch auch untersucht, den sozialen Nahraum und den gesellschaftlichen Verhältnissen, sind wir auf ein Phänomen gestoßen, was ganz interessant ist, dass nämlich die Vermittlung zwischen dem äußeren Druck und dem inneren Anreiz sozusagen ganz häufig über Zahlen funktioniert. Zahlen spielen eine ganz entscheidende Rolle in diesen Optimierungsprozessen, eine entscheidende Rolle in einer Art und Weise, die man eigentlich kaum angenommen hätte. Man sieht, dass man fast alle Lebensaspekte parametrisch erfassen kann, also in Parameter bringen kann. Ne? Es geht zum Beispiel nicht nur Blutdruck zum Beispiel und Herzschlag und solche Sachen oder Schlafrhythmus oder Schrittzahlen oder so etwas im Blick auf Körper, alle Arten von Körpermaßen, auch Melatoninspiegel, Serotoninspiegel und so ein Zeug.
Dann natürlich in der Arbeitswelt, ja, wenn man im wissenschaftlichen Raum zum Beispiel tätig ist, kann man Publikationen und Evaluationen in der Lehre und Drittmittel und ich weiß nicht was noch alles messen. Und es ist in fast jedem Beruf so, ja, über Benchmarking, über die Erfassung von Kennziffern und Kennzahlen kann man erst einmal Dinge sichtbar machen. Und in dem Moment, wo ich etwas zahlenmäßig sichtbar habe, kann ich es vergleichbar machen. Ne? Nehmen wir mal Schrittzahlen. Wie viele Schritte habe ich, wie viele Schritte hast du? Und in dem Moment, wo man die Dinge vergleichbar macht, setzt dann automatischer Anreiz an, das auch zu steigern. Ja, ich kann ja was tun. Ich kann meine Schrittzahl erhöhen. Ich kann auch meine Publikationsliste oder meine eingeworbenen Drittmittel erhöhen. Und das Interessante ist, dass dann fast automatisch dieser Anreiz kommt, Dinge zu tun, das zu verbessern. Und da stellen wir fest, dass übrigens das gilt für die institutionelle Seite wie für die individuelle Seite, es manchmal zu einer Art von Optimierungszwang kommt, bei dem man weiß, dass man gar nicht die Sache optimiert, sondern nur die Zahl. Also Schrittzahl zum Beispiel, ist mein Lieblingsbeispiel, soll ja eigentlich nur Ausdruck davon sein, dass man gesund und fit ist. Ja, wenn ich genügend Schritte habe, dann geht es mir körperlich gut und dann bin ich fit. Und jetzt ist aber natürlich so, dass wenn ich zu viele Schritte mache oder wenn ich viele Schritte mache, wenn ich krank bin, dass das dann meiner Gesundheit gerade nicht mehr zuträglich ist. Und so stellt man eben fest, dass Menschen manchmal, das ist wirklich interessant, weil man das systematisch erfassen kann, Menschen haben das Gefühl, sie machen einen großen Spaziergang und sagen dann, oh Mann, es war alles umsonst, weil ich habe meinen Schrittzähler nicht dabei. Ne, da sieht man irgendwie, eigentlich wird nicht mehr die Gesundheit optimiert, sondern der Schrittzähler, sodass sich real das Gefühl einstellt, jetzt war es umsonst, weil ich nicht dem Schrittzähler gedient habe. Oder noch schlimmer, wenn Leute sagen, oh, eigentlich bin ich schon erkältet und irgendwie habe ich auch komisches Herzstechen, aber ich habe meine 10.000 Schritte noch nicht, also mache ich sie trotzdem noch. Und da sieht man, optimiert wird jetzt eigentlich die Zahl und nicht mehr das, für was die Zahl eigentlich steht. Und vergleichbare Phänomene hat man, wenn man einen Freund opfert, indem man ein Bild postet, in einem ganz anderen Lebensbereich, bei Instagram oder bei Facebook, oder einen Spruch macht, mit dem man eigentlich Freundschaften verliert, aber dafür mehr Facebook-Freunde oder Follower gewinnt. Ne? Und in der Wissenschaft haben wir das erst recht. Man kann dann irgendwie mehr Publikationen oder mehr Drittmittel haben, indem man sehr wohl weiß und wahrnimmt, wird dadurch nicht ein besserer Wissenschaftler. Aber diese Eigenlogik der Zahloptimierung ist an einer ganz entscheidenden Schnittstelle zwischen dem, was uns psychisch sozusagen von innen ergreift und was von außen eben die uns entgegenkommende Logik und die damit verbundenen Anforderungen sind. Also wir haben entsprechend in dem ersten genannten Projekt, Sidonia Blätter hat es ja zu Beginn auch benannt, Aporien der Perfektionierung in der beschleunigten Moderne, das Benigna Gerischardt mit Rosa und ich damals zusammen angefangen haben. Ich glaube, 2012 haben wir angefangen, uns mit den Optimierungskonflikten zu befassen und haben eben auch Fälle dann gefunden, auch schon relativ früh, könnte man sagen, also zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht so stark gesellschaftlich verbreitet war, wie es jetzt ja inzwischen der Fall ist. Wir haben gefunden, dass insbesondere Personen, die begeisterte Self-Tracker waren, eine besondere Art hatten, auch mit Optimierungsanforderungen umzugehen und wo gewissermaßen diese unternehmerische oder auch buchhalterische Logik der Optimierung der Lebensführung auf eine, man könnte sagen, geradezu lehrbuchhafte Weise sich zum Ausdruck gebracht hat. Und deswegen haben wir dann in dem zweiten Projekt das vermessene Leben, was jetzt wieder in derselben Konstellation angefangen haben, wo wir dabei sind, Optimierungsanforderungen zu untersuchen, dass wir in diesem zweiten Projekt eben dann nochmal geschaut haben, was macht jetzt eigentlich die digitale Quantifizierung was macht diese digitale Quantifizierung mit den Optimierungsanforderungen? Wie verändert sich das oder was bleibt dabei gleich? Haben eben dann in diesem Zusammenhang nochmal gesehen, es gibt in mancher Hinsicht eben, könnte man sagen, nochmal verbesserte Bedingungen dafür, um diese Art von Optimierungslogik umso mehr entsprechend voranzutreiben. Und die Logik der Zahl, von der Hartmut Rosa eben gesprochen hat, spielt dabei eine besondere Rolle. Aber die Logik der Zahl eben in Verbindung mit den digitalen Medien. Also es ist sicherlich nicht allein nur die Zahl als solche, sondern es bedeutet eben gerade, dass durch die digitalen Formen der Quantifizierung bedeuten eben gerade, dass die Zahlenlogik dadurch auch omnipräsent wird, dass sie individuell hochgradig zugeschnitten wird und dass gleichzeitig der Vergleich mit den anderen, der permanente Vergleich mit anderen und der permanente Wettbewerb mit anderen eben dadurch auch omnipräsent wirksam ist, sodass das, was Hartmut Rosa
zu Beginn auch ausgeführt hat, diese Dynamisierung der Anerkennungsverhältnisse und die damit verbundenen strukturellen Optimierungszwänge in dieser digitalisierten Welt natürlich nochmal eine besondere Schlagkraft bekommen, könnte man geradezu sagen, und sich entsprechend auch bei den Individuen sehr individuell auch nochmal durchsetzen, weil das für die Einzelnen auch eine hohe Faszination und Verführungskraft hat, sich darauf einzulassen, weil natürlich alle irgendwie auch gerne immer wieder versuchen möchten, nicht nur an dem Spiel teilzuhaben, sondern für sich individuell im weitesten Sinne die Werte zu verbessern. Uns eben fasziniert vom ersten Tag an, ist dieses potenzielle Missverhältnis zwischen zwischen Perfektionierung, wenn man das begreift, als eigentlich als die Realisierung eines gelingenden Lebens oder einer gelingenden Lebensgestalt oder der Steigerung von Lebensqualität. Früher hat man gesagt, sozusagen, man versucht ein gutes Leben zu realisieren. Und eigentlich ist ja die Idee, dass diese parametrische Erfassung und auch die Selbstoptimierung und die Steigerung der Realisierung, der Verbesserung des Lebens dient oder eben der Realisierung eines guten Lebens dient. Und was da eben ins Spiel kommt und was uns interessiert, ist dieser potenzielle Widerspruch oder diese potenzielle Spannung zumindest zwischen einer Verbesserung des Lebens entlang parametrischer Logiken. Also ich kann zum Beispiel natürlich feststellen, am Ende des Jahres, eigentlich bin ich überall besser geworden. Ja. Meine Schrittzahl hat sich verbessert, mein Gewicht hat sich verringert, meine, sage ich jetzt als Wissenschaftler, Publikationsliste ist gewachsen, die Drittmittel ist besser und die, ich weiß nicht, Zitationsindexe oder meine Follower, meine Likes, meine, ich weiß nicht was, ist gestiegen. Also ich habe sozusagen in sämtlichen Parametern eine Steigerung erzielt, aber das Leben ist trotzdem nicht besser geworden. Jetzt bin ich unglücklich. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Also man stellt irgendwie fest, und das stellen eben auch die Leute fest, mit denen wir diese Interviews geführt haben, dass zwischen dem, was sie als gelingendes Leben erfahren und dem oder dem, was sie als gelingendem Leben erfahren und dem, was man messen und optimieren kann, oft eine Spannung liegt, die an diesem Spannungsverhältnis von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit sich festmacht. Weil das Sichtbarmachen von Zahlen, von Parametern und deren Steigerung ist doppelte Verfügbarmachung. Also Sichtbarmachen ist der erste Schritt der Verfügbarmachung. Und Steigern, also manipulieren, verändern, ist der zweite Schritt der Verfügbarmachung. Und dieses Verfügbarmachen von Leben in allen möglichen Hinsichten steigert eben nicht unbedingt Lebensqualität. Und aber ich glaube, es ist ganz offensichtlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es steigert nicht nur nicht die Qualität der Einzelleben, sondern oft auch nicht die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Diskussionsgrundlage für uns alle hier, hoffe ich zumindest. Aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für eure Darlegungen und Reflexionen. Ich würde das Gespräch nun gerne mit einer doppelten Frage eröffnen. Sie bezieht sich auf eure erste Studie, die Studie, die in der analogen Welt spielt. In den von euch analysierten Lebensgeschichten scheint die Arbeit ganz zentral zu sein. Das Leben der Menschen organisiert sich um die Arbeit herum. Die Arbeit gibt den Takt und primär auch die Anforderungen nach Selbstoptimierung sowie Optimierung von sozialen Beziehungen und Freizeit vor. Ist das ganz allgemein so oder habt ihr spezifische Unterschiede gefunden? Abhängig beispielsweise von Schichtzugehörigkeit, von Berufsfeldern, vielleicht aber auch von Geschlecht und ethnischen Differenzen? Gibt es da Unterschiede, was die Zentralität der Arbeit betrifft? Und damit verknüpft sich für mich eine zweite Frage. Viele der von euch analysierten Fälle sind Beispiele dafür, wie Optimierungsanforderungen von außen und psychische Dispositionen und Bedürfnisse passförmig ineinandergreifen und sich wechselseitig stabilisieren. Habt ihr auch andere Konstellationen verfolgt? Beispielsweise Fälle, in denen Selbstoptimierungsanforderungen, Anforderungen nach Flexibilität, Mobilität, Effizienzsteigerung als Zumutung zurückgewiesen werden? Oder aber Fälle, das wäre dann ein Gegenstück dazu, in denen Optimierungsanforderungen tatsächlich keine Leiden verursachen, sondern in einem durchaus positiven Sinn spielerisch oder zumindest ohne Anstrengung aufgenommen werden? Also vielleicht
Zu der ersten Frage, also bei den Unterschieden zwischen den sozialen Schichten, wir haben Befunde aus der quantitativen Untersuchung, wo man schon sehen konnte, dass es also in den benachteiligteren Milieus, könnte man jetzt mal sagen, das Zwangsmoment der Optimierungsanforderung stärker betont wurde, während in den, wie soll man sagen, in den Milieus, in die eher höhere Bildungsverläufe haben und entsprechende Berufe, das Moment der Freiwilligkeit stärker betont wurde. Ja, also das wäre erstmal ein Punkt, der schon auffällig war in dem quantitativen Teil. Und das ist ja auch nur der Teil, wenn man so will, mit dem man sozusagen im Sinne, mit dem man auch statistische Aussagen machen kann. Die qualitative Untersuchung ist zwar relativ umfangreich mit den 100 Fällen, trotzdem ist es keine repräsentative Untersuchung, sondern da interessieren uns typische Muster von Zusammenhängen. Insofern muss man da immer diese Unterscheidung machen. Also insofern der erste Teil der Antwort zu Unterschieden, die auch schichtspezifisch sind oder in Abhängigkeit von Berufsfeldern, wobei man dazu sagen muss, auch das zeigt sich auch in den qualitativen Interviews, dass auch Personen, die also Berufe haben, die nicht auf höheren Bildungsverläufen basieren, sehr stark die den Optimierungsdruck durchaus auch beschreiben und den Beschleunigungsdruck und so weiter. Was die Zentralität der Arbeit angeht, das würde ich sagen, das ist durchaus so, dass das häufig um das Thema Arbeit kreist, aber dass viele auch zum Beispiel das Thema Körperoptimierung sehr in den Vordergrund gestellt haben. Ich erinnere mich gerade an ein sehr eindrückliches Interview, wo das geradezu halbiert war. Also die erste Hälfte des Interviews ging über die Optimierung im Arbeitszusammenhang und im Bildungskontext. Und der zweite Teil des Interviews beschäftigte sich mit der Körperoptimierung und gleichzeitig war dann auch sehr deutlich, wie beides miteinander in Zusammenhang steht, weil die Person in einem Bereich arbeitet, wo es auch um die körperliche Präsenz und Präsentation gewissermaßen geht. Also ich denke, dass die Arbeit natürlich da ein Faktor ist, der eine große Rolle spielt, dass aber die Optimierungsanforderungen sich auf alle möglichen Bereiche beziehen und dass das auch in unseren Fallstudien deutlich geworden ist. Vielleicht ganz kurz noch zu dem dritten Punkt. Also gibt es denn auch andere psychische Dispositionen? Wir haben und andere Formen des Umgangs mit Optimierungsanforderungen, zum Beispiel eher wie soll ich sagen, Formen, die weniger von Druck bestimmt sind. Ganz bestimmt ist es so und es gibt natürlich große Unterschiede. Man könnte sagen, je stärker aufgrund bestimmter Dispositionen auch wie soll man sagen, die innere Not ist, umso leicht wird es natürlich auch zwanghafter und in mancher Hinsicht auch radikaler, ohne dass das aber unbedingt immer im eigenen Selbstverständnis so deutlich wäre. Also wir haben sehr viele Beispiele von Personen, die sich als begeisterte Optimierer, glaube ich, selbst bezeichnen würden, wo man aber von außen überhaupt nicht den Eindruck hat, dass das jetzt spielerisch und irgendwie freiheitlich bestimmt wäre, sondern wo sehr viel Druck deutlich wird und sehr viel Zwanghaftigkeit auch deutlich wird. Wobei man schon auch sagen kann, wir finden natürlich schon auch einzelne Leute, die sozusagen den Autonomieanspruch gegen sozialstrukturelle Anforderungen durchzusetzen versuchen. Manchmal scheitern sie dann dabei, manchmal aber auch nicht, indem sie Nischen erfinden, indem sie sozusagen ein anderes Programm fahren und dann zum Teil auch wirklich stolz darauf sind, Ansprüche abwehren zu können. Was man allerdings auch sieht, das haben wir in dem Jena-Teilprojekt auch mal, was den sozialstaatlichen Bereich angeht, entscheidende Übersetzer sind, wie gesellschaftliche Optimierungsvorstellungen und gerade auch solche, die die Lebensführung betreffen, dann in die individuelle Orientierung kommen. Also das fängt mit Schulen an, eigentlich fängt schon vor den Schulen an, wenn ein Kind geboren ist, die ganzen ärztlichen Untersuchungen und die ärztlichen Ratschläge und auch die sozialarbeiterlichen Ratschläge gehen immer darauf hinaus, dass das Kind gefördert werden muss in der und in jener Hinsicht und rechtzeitig sprechen und so weiter und krabbeln und laufen. Da sieht man schon, wie so eine systematische Leistungsorientierung eigentlich eingezogen wird und die setzt sich dann fort
bei allem, wo Menschen mit Institutionen in Berührung kommen, zum Beispiel bei Arbeitsagenturen oder so, aber auch bei Paarberatungen, bei allem, was mit sozialer Arbeit zu tun hat, wissen die dort Beschäftigten sozusagen, verfolgen geradezu planmäßig das Ziel, Optimierungsorientierungen und Imperative in Individuen einzupflanzen, selbst da, wo es vielleicht andere Konzeptionen gelingenden Lebens gibt oder andere Vorstellungen der Lebensführung. Wenn ich mich jetzt da einklinken darf mit einer Frage, ich fand erstmal das super, wie ihr das dargestellt habt. Das ist großartig. Ganz herzlichen Dank dafür. Was mir aufgefallen ist, wenn wir über Beschleunigungszwänge reden, wenn wir die Konkurrenz feststellen, wenn wir von einem Grundaggressionspotenzial sprechen, dem Grundaggressionsmodus und alle die Dinge, die jetzt mit dem Optimierungszwängen zu tun haben, dann scheint mir das doch sehr typisch zu sein für bestimmte Gesellschaftsformen, für, würde ich mal sagen, kapitalistisch geprägte Gesellschaften, nicht unbedingt für Gesellschaften als solche. Man kann sich ja dort auch andere vorstellen. Zumindest ist das etwas, was wir hier auch in dem utopischen Raum versuchen zu diskutieren und auch mit Menschen, die da ins Gespräch kommen, die ganz andere Formen des Lebens, Hartmut Rosa hat es schon angedeutet, für sich versuchen zu realisieren oder zumindest auszutesten und dabei durchaus auch mit Überlegungen der Optimierung es zu tun haben. Also wie kann man sein Leben anders gestalten und es auch besser machen? Wie kann man nachhaltiger leben? Wie kann zum Beispiel auch dann sensibler miteinander umgegangen werden? Wie kann man vielleicht auch kreativer werden und dann durchaus auch an der Stelle Verbesserungen auftauchen? Das ist nicht alles, was an Optimierungsmaßnahmen in unserem Leben auftaucht, per se schlecht. Das ist auch immer eine Frage des Kontextes und da wollte ich fragen, wo wird denn eigentlich jetzt problematisch? An welcher Stelle kippt es? Wo fängt das Makro, die Makroebene ein, sich pathologisch in das Mikrogeschehen einzunisten? Zu der Frage sozusagen, wo es pathologisch wird, den Umschlagpunkt hat bestimmt Vera King mehr zu sagen als ich. Aber ich würde erst nochmal, weil ich finde den Punkt ganz wichtig, würde ich gerne aufgreifen zu sagen, ich glaube nicht, dass man das sozusagen wie auf einer Matrix darstellen kann, dass man sagen kann, da kippt es, sondern das sind unterschiedliche Orientierungen, weil ich finde die Frage ganz wichtig, zu sagen, es ist doch nicht jede Vorstellung von Verbesserung gleich einem Steigerungsimperativ gleichzusetzen. Und das würde ich nämlich auch sagen. Also natürlich haben wahrscheinlich, es gehört zum menschlichen Leben dazu, dass wir Vorstellungen entwickeln, wie man wachsen kann oder wie man sich entwickeln kann oder wie man Dinge besser machen kann. Sonst müssten wir gar nicht diskutieren. Sonst müssten wir auch keinen utopischen Raum erfinden. Also wenn man einen utopischen Raum gestaltet, hat man ja schon die Vorstellung, dass es anders sein könnte. Und da kann man sagen, ja, das ist ja auch Steigerung. Und da würde ich eben sagen, nee, anders ist erstmal keine Steigerung. Ja. Ich steigere ja nicht das Vorhandene, sondern ich suche nach einer alternativen Weise. Und da würde ich sagen, die Differenz liegt zum einen tatsächlich in dieser quantitativen Verfügbarmachung, weil nicht sozusagen eine Zieloptimierung gesucht wird, sondern eine andere Weise der Existenz. Und ich meine, also mich persönlich, ich habe deshalb das Unverfügbarkeitsbuch geschrieben, weil ich genau sagen wollte, ich glaube, also der Punkt, nach dem Sie gefragt haben, liegt an der Stelle, dass man eine andere, eine Perfektionierung sozusagen, ein anderes Weltverhältnis beschreibt und nicht angebbar ist im Blick auf Dinge, die wir optimieren können. Also ich würde direkt da anknüpfen und auch nochmal an das anknüpfen, was ich ganz zu Beginn ja auch ausgeführt habe, dass wenn wir über Optimierung sprechen, wir eben nicht das in dem Sinne meinen, wie man Optimieren auch verstehen könnte, dass man eben sagt, also man kann Optimierung jetzt ganz einfach, sage ich jetzt mal, technisch verstehen im Sinne einer Verbesserung, oder? Etwas, was wir dauernd machen, ganz alltagspraktisch, oder man versteht Optimierung im Sinne des klassischen Perfektionierungsbildes, also wo es darum geht, ausgerichtet an einem, aber konstitutiv als unerreichbar angesehenen Ideal, die eigene Lebensführung oder die Welt und Selbstverhältnisse zu verbessern.
davon unterscheiden wir genau diesen Optimierungsbegriff, der eben im Sinne dieser instrumentellen Logik, und deswegen habe ich auch das betriebswirtschaftliche Moment vorhin nochmal ausgeführt, im Sinne dieser instrumentellen Logik an der Erzielung von Rendite letztlich orientiert ist. Also so wie das ja zum Beispiel auch Bourdieu zum Teil beschrieben hat, wenn er von sozialem Kapital und so weiter sprach. Er hat das ja übersetzt in eine entsprechende Sprache, dass man sozusagen Freundschaften zum Beispiel so lange pflegt, wie sie eben im Sinne der Logik der Investition Rendite bringen. Und wenn sie keine Rendite mehr bringen, sondern Verluste, dann ändert man rasch die Option. Ja, das wäre die zugespitzte Logik des flexiblen, an Optimierung orientierten Selbst, was gleichzeitig, wenn wir uns das eben vor Augen führen, eben destruktiv ist im Verhältnis zu den sozialen Beziehungen. Das ist aus unserer Sicht das Problem, und das kann man auch eben deutlich sehen, weil es bis in die Selbst- und Selbstverhältnisse und das Körperverhältnis hinein durchschlägt. Das war auch ein Ausgangspunkt, mit dem wir angefangen haben, dass wir uns Körperoptimierungsformen angeschaut haben und eben da, wo man auch sehen kann, da gibt es sozusagen eine bestimmte Form der instrumentellen Umgangsweise mit dem Körper, die dann umkippt in eine Art von Destruktivität. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt, auch der auch nochmal aufgreift, die Frage von Sidonia Blättler noch hinzufügen. Also gibt es denn auch andere Formen? Wir haben in unserer Studie Aporien der Perfektionierung einen Typus gefunden, den wir dann Abgrenzung genannt haben, ausgeprägtere Fähigkeit zur Sorge und Selbstfürsorge, also Sorge für andere und sich selbst. Also in unserem Sample, wie gesagt, das ist kein repräsentatives Sample, in unserem Sample dieser 100 qualitativen Interviews war das sehr wenig. Insgesamt, was aber vor allem interessant ist, wenn man es jetzt strukturell betrachtet, waren es Prozesse, bei denen im Zuge einer Krisenbewältigung Veränderungen stattgefunden haben. Also es waren gerade Personen häufig, die sozusagen schon Optimierungsdruck so erlebt haben, dass sie versucht haben, also so leidvoll erlebt haben, dass sie versucht haben, eine Veränderung zu bewirken und dann in der Folge im Sinne einer Reflexivität und einer Krise dann entsprechend in der Lage waren, fürsorglicher und im Verhältnis zu anderen und zu sich selbst zu werden. Ich würde gerne kurz innehalten bei den Fallgeschichten, die ihr als Abgrenzung typologisiert habt und in denen ein eher klassisches Modell der Perfektionierung und der Selbstperfektionierung zum Tragen kommt. Ihr beschreibt darin, wie die Sorge und die Selbstsorge eine größere Rolle spielen, wie Menschen andere Prioritäten setzen und vor allem auf eigener Zeit bestehen. Dabei ist erst einmal immer vom eigenen Leben die Rede, von der eigenen individuellen Lebensführung. Habt ihr demgegenüber auch Fälle gefunden, Fälle besprochen, in denen alternative, kollektive Lebensformen eine Rolle spielen? Kollektive Lebensformen, die nicht allein einen Ausstieg betreiben, sondern die eine Transformation wollen. Eine Transformation, die die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Ökonomie mit einbeziehen. Also, wie gesagt, das ist, ich finde, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig an der Stelle, weil, wie gesagt, diese qualitative Teil mit den 100 qualitativen Interviews ist nicht repräsentativ in dem Sinne, deswegen immer in aller Vorsicht. Das heißt, wir können keine Aussagen machen über eine Grundgesamtheit, sondern das sind immer strukturelle Muster von Zusammenhängen, die wir dabei herausarbeiten können. Also bei den relativ wenigen Fällen im Vergleich zu der Gesamtheit war es so, dass es um das Durchleben von Krisen ging, um Transformationsprozesse, die dazu geführt haben, dass insgesamt die Lebensführung verändert wurde. Das hatte dann auch entsprechend Auswirkungen auf die Art der Arbeitssituation, auf die Art, wie Beziehungen gestaltet wurden und so weiter. Solche expliziten Bezüge, wie du sie jetzt genannt hast, Sidonia, habe ich jetzt nicht vor Augen, sondern es waren eher, wie soll ich sagen, allgemeiner, sagen wir mal, vielleicht etwas kritischerer Blick in mancher Hinsicht auf die Lebensbedingungen und die Art und Weise, wie sie gestaltet werden. Umgekehrt hatten wir aber bei den, sage ich jetzt mal, anderen Fällen auch
Form der Bezugnahme auf Versuche, Lebensführung zu verändern. Und da ist es eben teilweise, gab es schon auch paradoxe Versionen, dass es eben, so wie ich es zwischendurch auch mal gesagt habe, dass es auch, wie soll ich sagen, es gibt auch Formen der Selbstfürsorge oder der alternativen Selbstfürsorgehaltung, die selbst auch schon wieder eine Art von Optimierungslogik dann wiederum beinhalten, die, wie soll ich sagen, dann ja nochmal eine andere Qualität bekommt. Also ich glaube, man muss immer sehr genau hinschauen. Ich glaube, dass allein die Bezugnahme auf bestimmte kollektive Veränderungen noch nicht unbedingt ausreicht, um die Qualität der Transformation einschätzen zu können. Aber umgekehrt kann es natürlich Ausdruck davon sein, dass eine solche, wie soll ich sagen, insgesamt auch ausgeprägtere Transformation stattgefunden haben kann. Darf ich weiter eine Frage stellen? Oder? Ja? Ich will nochmal anknüpfen an dem, was wir schon angesprochen hatten oder wo ich schon gefragt habe, die Frage, dass das Makrogeschehen sich im Mikrogeschehen einnistet, dass etwas vermittelt wird, und das schafft ja nicht nur jetzt Voraussetzungen dafür, dass ein bestimmtes Wirtschaftssystem gut funktioniert, reibungslos funktioniert, sondern es gibt ja dann auch den Menschen eine gewisse Sicherheit, in diesem System auch funktionieren zu können. Also eine Schutzfunktion, eine Kontrolle. Es ist ja nicht so, dass diese Sache der Normalität, die Überforderung als Normalität, dann nur als etwas Pathologisches begriffen wird, das haben Sie auch ausgeführt, sondern auch etwas, das Möglichkeiten gibt der Stabilisierung, des sich Zurechtfindens und das irgendwo auch in den Verhältnissen funktionieren zu können. Jetzt stellen wir aber fest, dass gerade jetzt in dieser Situation, deswegen will ich nochmal auf das, was ich eingangs gesagt habe, ein bisschen von dem zusammenbricht. Also diese Reibungslosigkeit, von der wir ausgegangen sind, irgendwo zusammengebrochen ist und damit auch ein Kontrollverlust einhergeht, der relativ total sein kann. Also das, was mit der Illusion gemeint ist, im Sinne von, es steigert sich immer mehr und irgendwo hört es dann auf oder kann nicht aufhören, nur auf eine andere Weise deutlich wird, nämlich dass dieses ganze System als solches auch in Schwierigkeiten gerät. Und ich bin ganz sicher, dass diese schon von Ihnen gut angesprochene doppelte Situation, dass es nicht in Kippen ist, das war von mir vorhin falsch formuliert, ganz sicher, sondern dass es Parallelitäten gibt, die jetzt an der Stelle vielleicht auch in einen Widerspruch geraten. Also was ich anfangs gesagt habe mit der Krise als eine Chance für eine entscheidende Wendung, dass hier an der Stelle tatsächlich verschiedene Lebenskonflikte mit Lebenskonzepte miteinander in Konflikt geraten können und möglicherweise auf die eine oder andere Weise gewendet werden können. Stimmt das? Ist das richtig? Oder sehen Sie das völlig anders als eher als eine pessimistische Variante? Kippt es oder nicht? Entscheidet sich eher in Richtung eine Rückfall in sozusagen die Normalität der Überforderung? Dazu will ich gerne was sagen. Also ich finde, ich würde dem unbedingt zustimmen, dieser Beobachtung mit dem, dass das normale Funktionieren und Operieren der Steigerungsräder auch den Menschen eine gewisse Sicherheit gibt. Ich glaube, es gibt eine gewisse Orientierungsmatrix vor. Also zum Beispiel, wenn ich Zahlen habe, dann weiß ich irgendwie, wo ich arbeiten kann, was ich besser machen kann. Und vor allen Dingen gibt es uns Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich glaube, dass das von zentraler Bedeutung ist, auch für jede Form gelingenden Lebens. Menschen erfahren ihr Leben als okay oder sich selbst als okay, wenn sie Erfahrungen von Selbstwirksamkeit haben. Und das heißt, wenn man feststellt, dass was ich tue irgendwie löst eine Resonanz aus auf der anderen Seite sozusagen, löst Anerkennung aus, aber ich bewirke auch etwas, ich bewege etwas, ich kann da in einem Kontext operieren, bei dem ich mich als wirksam erfahre. Und da ist jetzt das Interessante eben, dass wir, ich glaube, die Gesellschaft, also vor Corona, er hat zwar durchaus viele Felder sogar der Selbstwirksamkeit im System ermöglicht, nämlich gerade
überall, wo es Parameter gibt, eigentlich kann man daran arbeiten. Und dann, ich kann natürlich noch eine Runde extra gehen und dann habe ich 12.000 Schritte und dann fühle ich mich, ich habe wirklich was getan und fühle mich auch wirksam. Aber ziemliche Ohnmacht gegenüber dem System, eigentlich selbst Unwirksamkeit, ja, man kann gar nichts machen, außer in diesen Rädern mitlaufen. Und weil sozusagen Explosion der To-Do-Listen es immer mehr solche Felder werden, hängt unser Selbstwirksamkeitssinn jetzt immer davon ab, dass wir auf allen diesen Rädern fleißig dabei sind. Und ich glaube, makrosoziologisch beschrieben ist halt so, dass eine Gesellschaft im Normalmodus einfach in ganz vielen Interaktionsketten sozusagen operiert und funktioniert, die nach Routinen und Regeln verlaufen. Und wir haben jetzt schon, was Corona angeht, eine eigentlich, glaube ich, historisch einzigartige Situation, in der nicht alle, bei weitem nicht alle und auch nicht für alle Menschen, aber doch relativ viele der Routinen außer Kraft sind und die Prozessketten sind angehalten, ne? Sodass man auch übrigens Selbstwirksamkeit jetzt nicht in diesen Rädern erfahren kann. Wir versuchen dann ganz schnell, sie zu verlagern in digitale Räume zum Beispiel. Ne? Ein Feld sind solche Veranstaltungen, die können wir jetzt nicht richtig machen, also machen wir sie schnell digital. Da sieht man schon, wie ungeheuer geneigt wir individuell und kollektiv sind, alle Räder ganz schnell wieder aufzubauen und sei es auch in der Digitalwelt. Nick Cave, glaube ich, hat irgendwie sich gerade geweigert, Wohnzimmerkonzerte zu machen, weil er sagt, ihr habt nicht kapiert, was die Krise von uns will. Ja, ihr macht jetzt genauso weiter wie vorher auch. Und aber ich glaube trotz allem, dass dieses Anhalten der Räder erst einmal sozusagen und damit eigentlich auch der Optimierungs- und Steigerungsspiele fast notgedrungen eine gewisse Distanz zu ihnen schafft. Im kleinen und im großen Bereich. Und das gibt uns die Möglichkeit, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir, sobald es wieder geht, zurückgehen in die alten Routinen und Interaktionsketten. Aber es ist ein Punkt, ein historischer Punkt, der es uns ermöglicht, nochmal darüber nachzudenken. Und deshalb haben Vera und ich ja auch dafür plädiert zu sagen, vielleicht müsste man die gesellschaftliche Diskussion jetzt nicht entlang von Systemrelevanzgesichtspunkten führen, also was ist relevant für die Aufrechterhaltung des Steigerungssystems, sondern was ist lebensrelevant? Ja, was ist es eigentlich, was Menschenleben wirklich als gelingend erfahren lässt? Und da hätte ich die Hoffnung, dass wir die kleine Öffnung haben, der vielleicht einen Übergang in utopische Räume uns ermöglicht. Würde ich auch gerne direkt nochmal anknüpfen, also auch nochmal mit Blick auf den Untertitel, die Zukunft einer Illusion, also Optimierung als Illusion ist ja angesprochen, und wenn man es nochmal, wie soll ich sagen, im Sinne einer kulturellen Diagnostik vereinfacht, dann könnte man ja sagen, nach allem, was wir jetzt gemeinsam überlegt haben, wenn man es heuristisch vereinfacht, im Verhältnis zu vormodernen Gesellschaften hilft die Optimierungslogik, glaube ich, an zwei wesentlichen Punkten. Das eine wäre die existenzielle Unsicherheit auf der einen Seite zum zweiten das, was man mit der Erfahrung der Endlichkeit verbindet, wobei beides natürlich auch zusammenhängt, aber trotzdem nicht in eins geht. Also existenzielle Unsicherheit auch in dem Sinne, dass man sozusagen das Leben sich als planbar und vorhersehbar vorstellt. Also im Verhältnis zu vormodernen Gesellschaften, in denen das zum Beispiel über Religionen reguliert oder bewältigt wird oder über bestimmte traditionale Formen und Mechanismen, über Rituale und so weiter, verlangt die moderne Gesellschaft ja sehr viel mehr individuelle Bewältigungskompetenz. Und man könnte sagen, die Optimierungslogik hat einerseits diesen ökonomischen Hintergrund, dass es auch notwendig ist, in der Wachstums- und Wettbewerbsgesellschaft sich permanent zu optimieren, aber gleichzeitig kulturell hilft es, Unsicherheit zu bewältigen und Endlichkeit zu bewältigen. Und die Corona-Krise schafft da jetzt einen enormen Einbruch an dieser Stelle. Oder man wird auf eine ganz grundlegende Weise konfrontiert mit Unsicherheit und mit der Endlichkeit. Der Körper kommt jetzt eben nicht mehr als einer, den man optimieren kann ins Spiel unmittelbar, sondern er kommt als der verletzliche, von Krankheit bedrohte, endliche Körper ins Spiel. Und genauso weiß man eben jetzt aktuell nicht, was geschieht in 14 Tagen und so weiter. Ja, also wenn wir die ganze Diskussion, die auch immer wieder so kreist, wir möchten doch jetzt gerne wissen, wie es in 14 Tagen weitergeht, ist so ein bisschen ein Indiz auch für diese Art von, glaube ich, sehr viel existenziellerer Verunsicherung. Und es zeigt eben genau an dieser Stelle, dass da etwas, wie Hartmut Rosa das eben auch ausgeführt hat, dass da eine Zäsur ist, die man
Auf der einen Seite, von der man von auf der einen Seite ausgehen kann, sobald die Corona-Krise dann bewältigt sein wird, wird es natürlich sehr rasch darum gehen, die Optimierungslogik wieder in Gang zu bringen und zu schauen, dass man umso schneller alles wieder hochfahren kann. Auf der anderen Seite ist es eben ein Moment, ein Momentum, ein Kairos, könnte man sagen, den man nutzen kann, um reflexiv zu prüfen, worum es jetzt auch in diesem existenziellen Sinne geht, weil wir eben normalerweise in dieser existenziellen Weise gar nicht kollektiv berührt sind. Und das ist jetzt eine Situation, in der das einmalig vielleicht, zumindest in vielerlei Hinsicht einmalig stattfindet. Und insofern könnte man sagen, steckt darin, ohne dass man das als idealisiert, ja auch ein, wie soll ich sagen, ein Licht einer Chance. Ich würde gerne noch einmal auf die digitale Selbstvermessung und die digitale Selbstdarstellung zurückkommen. In den Praktiken des Self-Trackings und des Postens in den sozialen Netzwerken sind Individuen mit unzähligen anderen Individuen verbunden und diese Verbundenheit scheint konstitutiv für das eigene Selbstsein zu sein. Was bedeutet das eigentlich? Wird dabei nicht vor allem die Selbstbeobachtung gesteigert? So nämlich, dass der Blick der anderen manifest ist in der Anzahl von Klicks, von Likes, von Followern und darüber zum eigenen Blick wird? Verschärft sich dadurch der Konkurrenzdruck? Es gibt immer andere, die schneller, weiter, besser sind. Die besseren Partys finden woanders statt, die tolleren Einfälle etc. haben andere. Wenn man nur diese digitalen Kommunikationspraktiken in den Blick nimmt, dann könnte man befürchten, dass sie die Individuen in eine massive Selbstisolation und folglich die Gesellschaft in einen nächsten Individualisierungsschub hineintreiben. Das tun sie aber wohl nicht. Zumindest dann nicht, wenn die Menschen in der analogen Welt mit ihren bedeutungsvollen anderen Menschen verankert bleiben. Wie würdet ihr die Entwicklung zwischen digitaler und analoger Welt beschreiben und vielleicht auch beurteilen? Vera hat da ganz sicher vieles und Interessantes dazu zu sagen. Ich will nur ein Aspekt von dem, was du gerade ausgeführt hast, finde ich ganz interessant. Weil ich glaube, dass man wirklich zeigen kann, ich habe das tatsächlich vor kurzem auch mit Jugendlichen diskutiert, die das eigentlich auch bestätigen und es gibt hier auch, ich glaube auch gerade Vera King führt entsprechende Studien durch, ich glaube, es kommt zu sowas wie einer Kolonialisierung der analogen Welt durch den digitalen Blick. Ich glaube, das schreiben Jugendliche selber, also ehrlich gesagt haben die mich darauf gebracht, dass natürlich bei fast allem, was sie tun, auch bei der Entscheidung, zum Beispiel haben mir neulich Kinder erzählt, ja, sie wollen unbedingt in das Museum gehen und dann habe ich gesagt, warum gibt es da sowas Cooles drin oder was gibt es da drin und dann sagen die, nee, aber da kann man so ein tolles Selfie machen, ja, das sieht so toll aus. Ich weiß nicht genau, was da so ein Hintergrund war oder so. Das heißt, der Blick auf die Realität ist schon, also wird sozusagen kolonialisiert durch den Blick. Wie kann ich das präsentieren oder inszenieren auf dem einen oder anderen Medium? Und im Prinzip die Schrumpfform, vielleicht ist es auch gar nicht so neu, weil wir das natürlich auch kennen, dass man sowas wie einen Fotoblick haben kann. Sobald man schöne Berge sieht oder einen schönen Sonnenuntergang oder so, hat man die Idee, oh, ich muss da ein Foto machen. Und man sieht, wie dieses Foto eigentlich zwischen die Wahrnehmung und das und die Welt tritt. Und das ist einfach mal, ich würde es jetzt erstmal nur beschreiben, weil die psychischen Auswirkungen von sowas, auch die sozialen, sind immer sehr komplex. Deshalb würde ich jetzt nicht einfach alarmistisch sagen, das führt zur Vereinzelung, weil vereinzelt sind Menschen natürlich dadurch gerade nicht. So hast du es ja auch beschrieben. Also die verbinden sich dann auf neue Weisen. Aber das ist zu einer Art von Kolonialisierung der Wahrnehmung der analogen Welt durch den digitalen Blick kommt. Das, glaube ich, scheint mir sehr wichtig zu sein. Ja, also ich würde auch sagen, bevor man es bewertet, würde ich zunächst mal betonen, die enorme Veränderung, die damit verbunden ist. Also ich glaube, man kann das gar nicht stark genug machen. Die Veränderung sowohl dessen, was man Vergesellschaftung oder was man Individuation nennt, soziologisch oder Sozialisationsprozesse,
durch Digitalisierung. Ich glaube, das ist ein Punkt, der das, was jetzt erst angefangen hat und was man auch erst anfängt, so richtig zu begreifen, aber dass es wirklich ganz umfassende und ganz grundlegende Veränderungen sein werden, weil eben in der Tat die Art der Bezugnahme auf den anderen sich in einer Weise vervielfältigt und verändert dadurch, die ganz viele Implikationen hat. Also was du angesprochen hast, Sidonia, das wäre ja zunächst mal vor allem, also einmal der Punkt, dass es Potenziale gibt auch von Selbstentfremdung durch diese Kolonialisierung des eigenen durch den Blick des anderen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen, wie soll man sagen, typischen Mechanismen, die damit zu tun haben, dass der andere gewissermaßen omnipräsent wird, also sozusagen den ganzen Tag über von früh bis spät tendenziell anwesend ist und gleichzeitig eine enorm individualisierte, zugespitzte Form der Adressierung und Kommunikation stattfindet. Ja, also der andere ist immer da, aber auch gleichzeitig in der Intimität. Und das ist etwas, was eine völlig neue Form, könnte man sagen, von Vergesellschaftung schafft, mit allen möglichen Implikationen. Das Zweite wäre, was man auch immer mitdenken muss, dass es ja nicht nur um die digitalen Kommunikationen geht, sondern darum, dass analoge und digitale Kommunikation sich auf eine neue Weise verschränken und dass die Frage ist, wie jetzt eigentlich das Verhältnis von analoger und digitaler Bezugnahme auf den anderen funktioniert, oder? Da gibt es ja schon erste Untersuchungen auch zum Beispiel darüber, welche Folgen das hat, wenn Aufmerksamkeit zum Beispiel in Eltern-Kind-Interaktionen permanent fragmentiert wird durch das Hin- und Her-Switchen zwischen digitaler und analoger Aufmerksamkeit und so weiter. Und das wird jetzt sicherlich, glaube ich, eine neue Herausforderung sein, insgesamt gesellschaftlich dafür, wie soll man sagen, Praktiken zu finden, Umgangsformen zu finden, die so sind, dass es nicht einfach nur im Sinne der Kolonialisierung stattfindet, sondern dass die Bedürfnisse, die darin ja auch zum Ausdruck kommen, auch in irgendeiner Form noch, wie soll man sagen, emanzipatorische Elemente und bezogene Elemente auch mit weiter aufrechterhalten können. Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gespräches. Ich würde aber gerne an der Stelle eine wirkliche Frage an den Schluss stellen und vielleicht wäre es gut, wenn wir darauf noch kurz Antworten hören. Das hat etwas zu tun mit dem, was Vera gerade schon angesprochen hatte, nämlich dass durchaus die Gefahr besteht, dass wir relativ rasch dann zurückkehren zu einer Optimierungslogik. Und da ist meine Frage, was müssen wir, und jetzt sage ich wir, was müssen wir eigentlich tun, um das zu verhindern? Gibt es in diesem Konzept der Entschleunigung, das sich ja erstmal nur an die einzelnen Menschen wendet, gibt es darin auch etwas, was dieses individualisierte Geschehen, dieses individualisierte Konzept hinaus transzendiert und zu einer gesellschaftlichen Bedeutung werden könnte? Also kann es gelingen, dass Gesellschaften beginnen zu entschleunigen? Also da will ich gerne darauf antworten. Also, und zwar vielleicht paradox antworten. Also bei mir jedenfalls gibt es kein individuiertes Konzept der Entschleunigung. Eigentlich habe ich überhaupt nie über Entschleunigung geschrieben, weil mich die Beschleunigungszwänge interessiert haben und die habe ich kritisiert. Aber ich wollte dann eben sagen, einfach entschleunigen ist keine Lösung, weil erstens geht's nicht, zweitens ist noch nicht mal besonders attraktiv. Und vor allen Dingen würde ich immer sagen, es ist eigentlich ein strukturelles Problem, nicht eine individuelle Idee. Also ich fühle mich an dem Punkt immer missverstanden, wenn ich irgendwie als Entschleuniger dargestellt wird, der halt will, dass die Einzelnen wieder langsam machen will. Darum geht es mir gerade nicht. Aber ich finde, bei der Frage, die du gerade gestellt hast, was können wir anders machen, da finde ich schon, dass ich das erstmal bei mir selber auch wirklich beobachte. Es ist tatsächlich so, dass ich diesen Impuls, schnell viel zu machen, ins digitale Netz verlagere. Also man denkt dann möglichst schnell, wie kann ich denn das jetzt alles wieder machen? Deshalb würde ich sagen, es gibt schon auch die Möglichkeit, bei uns anzufangen. Ich finde Nick Cave, das war wirklich das Nick Cave-Zitat, wo ich dachte, der hat eigentlich recht. Ja, während ich festgestellt habe, bei mir an der Uni, bei den Sommerakademien, überall fangen wir an zu sagen, wir brauchen jetzt neue digitale Formate, lass uns was Neues machen, lass uns noch mehr machen eigentlich. Deshalb würde ich sagen, da ist ja schon auch so ein kleiner Raum da.
Aber das reicht nicht. Also ich will ganz bestimmt nicht sagen, dass einfach eine individuelle Haltungsänderung dann die Gesellschaft besser macht. Und bei der Gesellschaft habe ich halt das Gefühl, da ist halt so, viele Routinen sind gerade zusammengebrochen. Ganz viel funktioniert nicht mehr. Und die waren ja auch schon vorher krisenhaft, wenn man an sowas denkt wie Klimakrise und übrigens auch ökonomische Krise. Wir haben gerade negative Ölpreise, das ist eigentlich, und natürlich negative Zinsen. Der Kapitalismus hat auch schon vorher nicht gut funktioniert. Und jetzt müsste man, also ich glaube, die einzige Chance wäre, da eine politische Diskussion in Gang zu setzen, der wirklich sagt, haben wir nicht gesehen, dass zum Beispiel sowas wie Umverteilung möglich ist und auch tatsächliche, zum Beispiel, dass es auch mit weniger Reisen geht, weil natürlich Flugreisen permanent explodiert sind. Also man müsste wirklich eine politische Diskussion über die Neugestaltung der Welt führen, anstatt zu versuchen, die Triebräder wieder in Kraft zu setzen. So. Also ich würde als Antwort noch mal kurz ausholen. Es hat mich gerade daran erinnert, als wir angefangen haben, wir haben vorhin über diese beiden Projekte gesprochen, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten vor ungefähr 10 Jahren, glaube ich, Benigna Gierschaut mit Rosa und ich, da haben wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven damals beschäftigt, einmal mit dem Thema Zeit und Zeitlichkeit und dann auch mit dem Thema Körperlichkeit, Leiblichkeit. Und Leiblichkeit und Zeitlichkeit sind ja für sich genommen konstitutiv unverfügbar. Also die Zeit vergeht und der Leib verändert sich. Man kann eigentlich nichts dagegen tun und trotzdem richten sich oder gleichzeitig, genau deshalb richten sich die Beschleunigungsbestrebungen und die Optimierungsbestrebungen umso mehr auf dieses, könnte man sagen, konstitutiv Unverfügbare, was ja auch verständlich ist und im Sinne einer, wie soll man sagen, produktiven Naturbeherrschung die Menschheitsgeschichte insgesamt auszeichnet, dass wir über Technik dieses konstitutiv Unverfügbare versuchen, irgendwie verfügbar zu machen. Aber zugleich haben wir gesehen, und zwar vor Corona, dass diese Art von Beherrschungsmechanismus umschlägt in eine destruktive Form. Und wir haben das vor allem diskutiert, bezogen auf die Umweltzerstörung, den Klimawandel und so weiter. Was, glaube ich, in unseren Projekten sehr deutlich wird, dass wir das auch sehr genau betrachten müssen in Bezug auf soziale Beziehungen, dass eben auch dort Optimierungsimperative und Beschleunigungsdruck bis hin zu Zeitmangel dazu führt, dass, dass soziale Beziehungen in Krisen geraten und auch das Verhältnis zu sich selbst in Krisen gerät. Ganz analog könnte man sagen, wie in einer wie man es im Zusammenhang der ökologischen Krise diskutiert. Und eben auch da schleichend, also im Sinne dessen, dass es nicht unmittelbar merklich wird, sondern erst im Lauf der Zeit, ähnlich wie bei der Umweltzerstörung. Und ich glaube, diese schockartige Konfrontation mit dieser Pandemie schafft durchaus, zumindest sagen wir mal, das Potenzial, die Möglichkeit, sich dessen klarer zu werden, sich darüber mehr Gedanken zu machen und eben nicht unmittelbar genau das zu tun, was Hartmut Rosa eben beschrieben hat, dass man sofort wieder reinspringt in die alten Muster, sondern eben auch versucht, dieses Innehalten produktiv zu nutzen, um sich über die kontraproduktiven Mechanismen auch klarer werden zu können. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich finde, es war großartig, euch zuzuhören und jetzt auch mit euch dann noch darüber zu diskutieren. Wir sind beileibe nicht der Meinung, dass jetzt durch Corona alles anders wird und Corona tatsächlich sozusagen das Einzige ist, über das man noch zu diskutieren hat. Im Gegenteil, alles, was wir an Klimakrise und an Problemlagen schon vorher hatten, ist nach wie vor existent und wir spüren das. Aber Corona kann uns doch eben durch die Unterbrechung der normalen Abläufe ein bisschen helfen, wie ein Brennglas auf die Dinge zu schauen, die als Problemlagen existiert, aber auch als Chancen, durchaus beides. Es ist ja auch jetzt in der Zeit zum Beispiel durchaus üblich, dass die Solidarität auf einmal anders wahrgenommen wird, anders entdeckt wird, gell? Dass auch Rufe ergehen an
eine Staatlichkeit, die vielleicht vorher so in der neoliberalen Gesellschaftsauffassung nicht existiert hat. Auch da ist es sehr ambivalent, weil wir durchaus auch sehen, dass diese Rufe an Staatlichkeit sehr autoritär ausfallen können, wie es in anderen Gesellschaften der Fall ist und wie wir auch hier zumindest nicht ausschließen können, dass nicht die ein oder andere Einschränkung von Freiheitsrechten dann am Ende über den Ausnahmezustand hinaus überdauern wird. Also das sind umkämpfte Bereiche, über die wir miteinander zu diskutieren haben werden. Wir werden deshalb auch weiter im Gespräch bleiben müssen. Wir werden das jetzt hier nicht weiter unter uns diskutieren können, sondern wollen an dieser Stelle durchaus auch jetzt das noch öffnen für die Leute, die uns zugehört haben und möglicherweise die ein oder andere Frage stellen wollen.